Grüß Gott. Erfahren ist Trennung. Scheinbar. Denn um zu erfahren, braucht es ein Zentrum, eine Persönlichkeit, ein selbstbewusstes Wesen, das behaupten kann, das hier ist meine Erfahrung. Ich habe das erfahren, also hier bin ich und da ist das Objekt meiner Erfahrung. Die Sonne, die Luft, der Körper, die Geräusche, die hier reingehen. Hier bin ich und da sind die anderen. Und schon wird alles total kompliziert. Ein Universum tut sich auf mit den abstraktesten und abstrusesten Phänomenen, Ereignissen und so weiter. Ja. Doch irgendwann kann es möglich sein, zum Beispiel jetzt, diesen Erfahrenden in Frage zu stellen. Gibt es hier überhaupt ein Zentrum, das diese sinnlichen Erfahrungen macht, das das Leben erlebt? Oder ist es nur das Wissen der Gesellschaft und der Kultur, das über die Jahre permanent immer wieder kontinuierlich wiederholt wurde, einfach durch dieses Programm von Namen, Personalausweis, wo alles drin steht, Geburtsurkunde, dieser Idee, dass ich als was ich wäre einen Anfang hätte und auf ein Ende zusteuere und dazwischen das Leben gestalten, verwalten, ordnen oder auch ruinieren könnte. Was für ein Scheiß. Was für eine Scheiße. Schöne Bescherung, sag ich da. Das ist auch ganz nett, dass es da kein Zentrum gibt. Kein Erfahrenen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer oder was ich bin. Und ich weiß auch nicht, wer oder was ich nicht bin. So. Das hat zum Glück wieder zu nichts geführt, dieses Selbstgespräch, sondern es bleibt weiterhin alles offen. Wunderbar, auf Wiederschön geschaut.